Guten Morgen aus Thailand, wie geht's euch? Na, heute reden wir mal über diese Mehrwertsteuerdebatte in Deutschland. Und das bewegt mich ein bisschen dazu, das ein bisschen zu vergleichen mit der Schweiz und Thailand. Weil ihr wisst ja, dass in Deutschland, also ihr seid ja schon Arme, wirklich, die Mehrwertsteuer in der Gastronomie auf 19% wieder angehoben wird. Die wurde ja reduziert in der Pandemiezeit. Also besser gesagt, man muss sich mal vorstellen, wie pervers das ist. Die gleichen Leute, die beschlossen haben, die Gastronomie zu schließen, Lockdowns einzuführen, haben dann barmherzig die Mehrwertsteuer reduziert auf 7%. Und jetzt sagen diese gleichen Herren oder Frauen, dass die Pandemie ja vorbei ist, man könnte das wieder auf einen Normalstatus anheben, 19%. 19% für die Gastronomie, 19% Mehrwertsteuer. Jetzt frage ich mich echt, ein Land, das bereits eine Steuerbelastung hat von über 50%, und dann die Leute sich mal vielleicht einmal im Monat eine Pizza essen gehen können, sich überhaupt leisten können, Entschuldigung, ich habe noch keinen Kaffee gehabt, darum rede ich so ein bisschen komisch. Da müssen sie nochmals 20% bezahlen für ein Essen, für eine Pizza oder weiß Kuchus was die Leute dann mögen, Pommes mit Schnitzel und bla bla bla. Okay, anyway, 19%, ich meine, das ist ja pervers. Also in Thailand ist ja diese Mehrwertsteuer, die liegt ja bei 7%. In der Schweiz wird sie angehoben, 8,1. Für Beherbergungen mit Frühstück ist es ein reduzierter Satz, irgendwie 3,7 oder sowas. Aber 19%, ich meine, wie krank ist das? Ich meine, was sie nicht geschafft haben in der Pandemiezeit, die Gastronomie total zu zerstören und die Beherbergungsstätten, Hotellerie und weiß Kuckuck was, das schaffen sie jetzt. Das schaffen sie bestimmt jetzt. Da werden bestimmt 40% wieder der Gastronomen schließen müssen, weil sich das gar nicht rechnet. Wir haben schon eine Preissteigerung der Rohmaterialkosten und oder der Lebensmittel. Und dann kommt noch diese Mehrwertsteuer dazu, diese Erhöhung. Also wie stellen die sich vor? Man merkt richtig, diese Entscheidungen können nur Leute treffen, die nie im Leben gearbeitet haben. Das kann gar nicht sein, dass die gearbeitet haben. Weil wenn sie mal gearbeitet haben, dann würde so eine Entscheidung gar nicht gefällt werden. Also das ist wirklich krank. Krank. Ihr Deutschen, ihr tut mir richtig leid. Also, mein Vorschlag, macht eure Bude zu und kommt nach Thailand. Echt. Also das ist ja wirklich, Asien ist ja sowieso im Aufflug. Europa, wissen wir ja, ist im Sinkflut. Diese Sadomaso-Regierungen, die wollen ja das, also die provozieren ja das, diese Krisen, diese Konkurse, die finden das richtig geil. Also, warum bleibst du eigentlich noch dort? Ich verstehe dich nicht, echt? Hör auf mit diesem Scheiß. Geh irgendwo hin. Raus aus Deutschland. Irgendwo. Weil es macht keinen Sinn mehr. Ich würde nie für den Staat arbeiten. Nie. Das würde mir gar nicht einfallen. Dann mache ich gar nichts. Bevor ich sowas mache. Bevor ich 19% abgebe. 50% abgebe. Für eine solche Regierung. Da würde ich lieber gar nichts machen. Also. Hut ab vor euch. Also voller Respekt habt ihr von mir. Aber ihr müsst eine Entscheidung treffen. Das geht so nicht weiter.